Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch, im Anschluss vom Wochenstart. Ja, ich werde den Traktor jetzt Richtung Feld Nummer 13 schicken. Ich hatte ja schon mal gestartet und meine Autokurse weg. Tja, keiner wird's raten. Ich habe das Grunde, das ist jetzt Feld Nummer, keine Ahnung. Da ist der Hof. 3. Wir fahren jetzt auf Feld 3. 13. Die können wir auch schicken. Und der soll nämlich davor dünken normalerweise. Felle. 13. Weil Stroh würde ich da nicht mehr nutzen. Das ist mir nicht so viel, aber das ist nicht notwendig. So. Dann kann ich theoretisch. Ich muss schauen. Dünger. Wo ist die der? Der soll weiterflügen. Da ist Kalk gefordert. Gut, dann müssen wir warten, bis der Flügen fertig ist. Sonst haben wir jetzt. Bringt auch schon was. Aber die stehen sich am Wege. Sonst wäre nicht so schlimm. Oh, die Krähen, hier machen sie Lärm. So. Ich habe nicht gespeichert, oder? Das ist Feld 50, ne? Feld 50 Ernte, das haben wir schon mal drin. Ne? Flügen. Flügen 15, 3, 11, 3, 54. Aussaat. Ja. Ja, Flügen haben wir nicht viel drin. 50, 13, 3. Gut, dann machen wir Helfer hier. Wird ja funktionieren. Auf jeden Fall. So. Schalt mal durch, dann können wir sehen, was los ist. Das ist im Hof. Den schicken wir nach Hause zurück. Weil Ballen fressen, ja, alles schön gut. Aber Glück schon. So, Hof. Nächste Fahrzeug. Auto. Tiere. Gucken wir mal Tiere nach, ob die genug Futter haben. Schweinestall. Ja, das Milchhof sieht. Ich sag mal so, die Tiere brauchen wir zu essen. Dazu werden wir immer den reinigen. Ich muss auch wieder den Wasser umstellen. Es gab ja hier ein Mod, eine ja, Erweiterung, kann man sagen. Ne? Ein Update. War für die Kühe, man kann da die Milch verkaufen. Und auch immer noch vorputzen hier. Bevor wir hier groß füttern. So, gibt mal gleich beißen zurück. Da ist der Fendt und die Magazinfahrer. Wegen Flügen. Drinne. Ja, ist leer. Typisch. Dann werden wir gleich mal den Stroh entsprechend abgeben. Schweine und Kühe, ne? Und dann können wir gleich mit dem Schweinefutter wieder herfahren. Alles aufgesammelt werden. Ja, heute ist bei mir Freitag 18 Uhr und jetzt mache ich das kurz mal gegen 9. Die Folgen fertig. Dann kann ich nachher bearbeiten. Und morgen in aller Ruhe anders machen. Ne? So. Das wird es. Kurz Wasser umbauen.
Hier liegt das nochmal. Kommen wir nicht ran. Gehen wir auf C. Er wäre was gewesen. Ah, ne, komm, gut. Geht nicht, wieso nicht? Geht's hier? R. Wir müssen hier in den Stall rein, ne? Mal gucken, ganz kurz so. Geht's auch schneller? Jo. Der soll rein optisch Richtung Wassertrog. Das ist einfach besser. Müsste, glaube ich, nicht irgendwo hier stehen, aber ja, wir können ihn auch so lassen. So. Dann mit G auf Wechsel und dann das gleiche normal. Durch bin durch die Wand durch, ne? Durch das Silo durch. So. Dann mit A nach links. So, drehen, verschieben, Kamera rotieren. Drehen wir so. Und A. S. So, jetzt müssten wir nur drehen. Verschieben, rotieren mit Q. Also optisch so aussieht, wenn er da reinfließt, dann haben wir nämlich ganz gut erreicht. So. Das dürfte genügen. So, wenn fertig ist, mit Enter bestätigen. Noch auf die Frage, aha. Endgültig, ja. Sonst beim zweiten Mal ist es dann, geht es dann nicht mehr, ne? Gut, man könnte höchstens den Mod runternehmen. Und dann rein theoretisch normal machen, ne? Also Mod runter, Spiel laden, kurz anspielen, wieder rausgehen, dann müsste es eigentlich auch wieder funktionieren. Aber halt bei Genstahl halt, ne? Und so hat man halt. Ja. Aber soweit ich weiß, geht's auch ohne. Ich habe schon mal gehabt, da war da das Wasser mitten im Stall und dann ging trotzdem der Trock voll. Also, das genau funktioniert. So, jetzt geht der mit S oder so. Ne, S geht ja da. W, F da, S, A. So. Drehen, rotieren. E oder Q, das ist A, Q. Nehmen wir Q. Das ist nicht. Nur 90 Grad drehen ist besser als 100 oder 270. Das können die auch mit Speed machen, ne? Und wie gesagt, es geht optisch darum, dass es Druck reingeht, ne? So. Und da unten, das könnt ihr nicht sehen. Unten links ist ja eh das zu sehen, die Drehung. Also wenn ich jetzt auch Q machen würde, 90 Grad und Enter. Ja. Jetzt gehen wir kurz in den Stall rein und kriegen Wasser. Nicht genau, aber es geht trotzdem rein. Blocking. So, achso, er ist angekommen. Ich wollte ja düngen, der fährt noch der Traktor.
Ein hieß bisschen. Gib ich daran. Da kann man auch sehen, Fullschaden 38%. Ich habe hier noch keine Pumpe installiert, sonst hätten wir hier keine Probleme. So, jetzt können wir gleich mal Strohbeam und Futter holen wir den selben Anhänger. Ich kriege ja nur beim Kühen den kleinen rein, also 800er. Dazu. Passt der Große nicht rein im Stall. Deswegen muss ich den nehmen. Ja, nicht abhängen. Ein bisschen was rausschmeißen. Beziehungsweise kann auch hier alles sein. Ich habe ja hier auch noch ein Lager vorhanden. Also. So ist ja nicht, ne? Also ist ja nicht bei armen Leuten. Stroh haben wir reichlich. Also ich. Müsst ihr mal sehen, vielleicht noch Pellets verkaufen. Letztes Mal haben wir ja verkauft. Irgendwas. Ich glaube Bier und so ein Zeug. Und Milchprodukte und Fleisch war nicht. So, jetzt haben wir genug Stroh für die Schweine. Und jetzt geht es nochmal pro Lager unter. Das ist mir auch schon schön voll geworden. Da habe ich mir gesagt, nö, kein Stroh mehr. Das andere Lager ist auch voll. Na, die kippen nicht ab. Über 1 Million, das ist reichlich, das ist, ich kann mit Stroh zuwerfen. So. Anne, komm. Mal kurz ausschalten. So Bild weg, ne? Hitze im Norden, ne? Über 32 Grad. Das am Abend um 18 Uhr. Das ist schon Wahnsinn. So, die Schweine sind mit Wasser und Stroh versorgt. Also Futter reicht noch nicht. Ich weiß nicht genau, ob hier die automatische Fütterung gehen würde. Bei den Schweinen. Bei den Kühen, dann müsst ihr den neuen Stall besorgen. Kann ich ja machen und dann die alten mal wegreißen. Hier, das Ding ist dazu, kommt das rote. Milchverkauf. Das muss ich auch noch verstellen. Oder ich kann es auch gehen lassen. Oh, hier, Wasser ist da. Das können wir nicht raus. Hier ist ein bisschen einfacher zu verstellen. So. Hilfe anmachen, weil das auch sehen kann. Ach, hier R. So, bin schneller. Das ist eigentlich so eine Arbeit, die mag ich nicht. Zeig mal wiederholen. Nichts, nicht mein Fall. Das soll auch optisch einigermaßen passen. Nicht Enter drücken. Auf G gehen. Sonst Enter heißt Ende. Und dann ist es endgültig. Ne? Und das muss ja nicht sein. Das soll ja passen. Ne? Also es kann ruhig so drin sein. Das ist egal. Also Hauptsache, es geht ein Druck rein. Ne? Optisch gesehen. C, Blue, ja. Egal, ich habe schon mal gemacht, da ging was anderes los. Also dann kam ich nicht mehr raus. Keine Ahnung warum. So, Enter. Ja. Gleich Wasser geben. So ist gut. Und dann gleich mal. Mehr Stroh nicht? Na gut, macht ja nichts. Ich hab bald zu viel Stroh. viel Mist. Optisch gesehen wäre Gülle besser für mich. Also von der Arbeit her. Ich wollte auch mit Lenkrad machen.
fahren. Hier sind wir gleich in Grün. Ja, Schafe ist ein Plan, ne? Also das habe ich jetzt vor. Futter haben wir ja genug. Heu meine ich jetzt. Und R, so. Gleich in Grün. Ja, beinahe wieder drückt, Enter gedrückt, ne? So. Das baut zur Routine. Ist aber auch gefährlich, ne? Guckst du mal einen Fehler. So, hopp, passt. So. Hier kriegst du ihn dicht bei, ne? Na, Kuhchen. Ja, das ist für mich. Das sind die Kälber übrigens, ne? Finde ich mal so interessant. Hier habe ich die Kälber, also die männlichen Weibchen zusammen. Das muss ich auch noch. Ja, irgendwie anders planen. Ich glaube, das Stroh eigentlich reicht normalerweise. Und wenn, wird nicht viel fehlen. Dann lass es so. Ich probiere jetzt nämlich jetzt Mischfutter holen. Wenn es zu viel ist, geht es in Mischfabrik rein. Alles leicht. Wir können auch ein bisschen Gülle gebrauchen, wissen wir ja nicht, ne? Normalerweise fällt beides an, also Gülle und Stroh und Mist. Zwar nicht mehr so in großen Mengen wie jetzt kein Mist geben würde, aber ja, hier ein bisschen noch Chaos, hier noch wieder wegräumen, waschen, ja, kann auch gemacht werden, ja, Stroh nicht. Jo, Tiere versorgen, tun die schon mal, das war es auch schon heute gewesen, die erste Folge wieder durch, tschüss und ciao, ciao. Ja. Morgen geht's weiter und schon danke fürs Reinschauen. Tschüss.